Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. So, jetzt geht's weiter hier mit meiner Homeoffice-Insel. Heute ist das Tagesziel, die Halterung für den Monitor anzubauen, das heißt diese Schwenkhalterung. Und ja, da bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie das funktioniert. Ich habe so meine Idee. Ich werde es auch recht einfach von der Mechanik machen, so dass man es auch leicht nachbauen kann, wenn jemand das möchte. Und ich denke mal, für diese Schwenkbewegungen, wie man das machen muss, wird es auch ausreichen. Aber wie ich immer sage, Versuch macht schlau. Okay, legen wir jetzt einfach mal los. Das heißt, ich muss jetzt zuerst das Rohr absägen, das von hier bis da durch läuft, und dann schauen wir mal, wie wir das lagern, dass man es drehen kann und wie wir das Brett befestigen. Gut, aber zuerst machen wir das Rohr. Also jetzt messen wir mal. Das wären 76 plus 2,5, dann wären wir bei 78,5. Also so, das heißt, jetzt müssen wir das Rohr bei 78,5 absägen. Luft ist egal, da machen wir nämlich noch Kunststoff rein. Irgendwie ein dünnes Kunststoff, Kunststoffband oder irgendwas. Und dann passt es. Das heißt, das Maß spielt keine Rolle. Gut. So. Jetzt gucken wir mal. Brauchen wir exakt die Mitte, das ist mal das ganz Wichtigste. So, jetzt schauen wir mal, das passt. Das passt auch einwandfrei. Von unten mache ich einen Aluwinkel, wo ich ranschraube, und da sitzt das Ganze auf. Da kommt noch irgendein Kunststoff drauf und auf dem läuft es dann. Genau. So. Und dann passt es. Das heißt, jetzt muss ich den Winkel mir absägen und bohren. So, ich habe jetzt, hat natürlich wieder nicht aufgenommen, aber ich kann es euch trotzdem erzählen, ich habe jetzt hier solche Streifen rausgeschnitten. Und die Streifen, die mache ich jetzt hier rein, die Kunststoffstreifen. Kann ich gleich mal schön nachschneiden, das hat wenigstens einen Sinn gemacht. Die mache ich hier rein als Führung. Zum einen ist dann die Lochtoleranz ausgeglichen. Und zum anderen habe ich dann auch, wie soll man sagen, bessere Reitwerte, wenn man das so ausdrücken kann. So, und wenn man jetzt das Rohr hier reinsteckt,
dann ist das optimal, hat kein Spiel mehr, also da unten ist kein Spiel mehr, das heißt, da oben kann ich jetzt mein Gegenstück ranbauen. Da mache ich dann das Gleiche mit der Folie und dann kann ich das hier ranschrauben und dann ist gut. Perfekt. So, jetzt muss ich mir dann was überlegen, wie ich das ausrichte, dass das nachher sauber ist. Sauber im Wasser und gerade, also gerade alles. So, jetzt schauen wir mal, wie wir das Brett rankriegen. Ich tue das von innen anzeichnen. Jetzt brauche ich aber zuerst eine Hilfskonstruktion von der Höhe. Ja, klicken. Jetzt widmen wir uns mal der Rückenlehne. Da habe ich hier extra so ein Polster gekauft und das soll dann irgendwie so ran. So, jetzt gucken wir mal. Okay. Also von der Breite viel höher darf ich nicht drauf. Von der Breite wäre es okay.
vom Rücken her. So ist es auch nicht schlecht. So, das heißt, ich kann ein bisschen wegschneiden. Ja, 75. Also was haben wir gesagt? 40 auf 75 brauchen wir jetzt mal eine OSB-Platte. Und die machen wir dann hier ran. So, ein Freund von mir hat immer gesagt, viel hilft viel. So, hier sind jetzt viele Schrauben drin. Perfekt. Gucken wir mal. Was sagt denn das Ding? Oh, einwandfrei. Das ist ja wie daheim auf dem Sofa. Fast. Gut. Perfekt. Also, weiter geht's. Ah, Mann, ohne Pause, Heiland, zack. So, und jetzt der Knaller. Wo ist das Teil? Hier. Jetzt baue ich das hier ran. Das ist das Rück vom Rückenteil. Das kommt hier ran. Und das kann dann hochgeklappt und runtergeklappt werden. So, genau. Hoch, einsteigen, runter. Und jetzt muss aber hier erst noch ein Balken oder irgendwas ran, an dem ich das festmachen kann. Ich bin so genial. Also, von lauter Euphorie habe ich doch jetzt glatt vergessen, den Ton einzuschalten. Deswegen liefere ich das nochmal nach. Ich habe jetzt hier einen Balken rangeschraubt mit vielen Schrauben, dass es schön stabil ist. Wie gesagt, das ist ja das alte Teil von dem Sitz hier, wo die Rückenlehne dran war. Und so wie das aussieht, eignet sich das mega gut für die Armlehne. Klappe ich hoch, sitzt rein. Kann das runter und dann habe ich hier meine Armlehne und hier mache ich jetzt so eine richtig große Platte drauf, wo ich dann mit der Maus, wo ich dann so die Schräge habe und dann mit der Maus dann hier schon arbeiten kann, so als Mauspad sozusagen. So, ich habe mir jetzt lange überlegt, wie ich jetzt das da unten mache, aber ich mache tatsächlich 20 cm da unten zu, nicht ganz, dass da noch ein bisschen durchlüftet, dass man vielleicht auch mal ein Papier durchschieben kann oder ja, dass einfach nicht ganz so geschlossen ist, aber ich brauche hier oben ein festes Brett. Ich muss diese Versorgung für die Monitore und die HDMI-Kabel muss ich ja irgendwo führen und deswegen ja, brauche ich das eigentlich. Okay, da haben wir gesagt, 20 cm, das passt. So, und jetzt brauchen wir genau das Maß innen drin.
So, jetzt schauen wir mal, wenn wir da reingehen. Coole Sache. Passt. Man kann schön arbeiten, man hat seine Ruhe. Gemütlich, wenn jetzt noch das gepolstert ist hinten. Wackeln tut jetzt auch nichts mehr so, das ist okay. Stabil genug. Passt. Ich würde sagen, das wird was. So, da kommen die Monitore ran. So, und wenn man dann im Stehen arbeiten will, das ist noch ein Thema. Da muss ich mir was überlegen. Ja. Da mache ich irgendwie einen Faden hier rein mit einem Gummi, wo das nach hinten hält. Ups, genau, da passiert nämlich nicht das. So, dann drehe ich den Monitor um. So, und wieder einen Schritt weiter. Gott sei Dank, ich finde sogar ein großer. Heute sieht man richtig mal was. Hier meine Schwenkung vom Monitor. Finde ich mega, sieht richtig gut aus. Funktioniert auch einwandfrei. Also das ist jetzt auch kein Thema, tipptopp. Dann innen drin mit der Rückenlehne, einwandfrei. Der Stuhl, der ist jetzt auch richtig stabil. Dann mit der Armlehne hier, das funktioniert auch super. Das ist das einzige Thema, da muss ich mir hier noch was einfallen lassen, damit es nicht von selber runterfällt. Aber da finden wir noch eine ganz einfache Rainerlösung. Gut. Also ihr seht schon, die Pommesbude ändert sich jetzt doch zu einer Homeoffice-Insel. Okay, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Schaut doch mal bei mir auf dem Kanal vorbei, da geht es auch um andere Do-It-Yourself-Projekte. Und verpasst mal nicht, wie es hier weitergeht. Ich habe noch ein paar Überraschungen, was hier noch ein bisschen gebaut wird. Ja, das war's, euer Rainer.